Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu den Games-Welt-Nachrichten. Ich bin wieder mit der Pirmin, schön, dass ihr da seid. Nicht vergessen, heute ist eine neue Folge InsertCoin rausgekommen, würde mich freuen, wenn ihr euch die reinzieht. Ansonsten jetzt zu den Themen. Sony verschenkt ab sofort 9 Spiele, Ghost of Tsushima bekommt eigene Verfilmung, Cheater sollen in Outriders sichtbar bestraft werden und Dedelic zeigt neue Spiele auf der Future Games Show. Wenn ihr auch in Zukunft kein Video mehr von uns verpassen wollt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Jetzt viel Spaß mit den News. Wie letzte Woche schon angekündigt, verschenkt Sony im Rahmen des Play-at-Home-Programms 10 Spiele. Aktuell könnt ihr noch Ratchet & Clank gratis bis zum 1. April abstauben. Absolutes Highlight wird dann allerdings Horizon Zero Dawn. Das bekommt ihr zwischen dem 20. April und 14. Mai. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit 9 anderen Titeln vertreiben, die es jetzt schon gratis im PlayStation Store gibt. Dabei handelt es sich um Astrobot Rescue Mission, Subnautica, Abzu, Enter the Gungeon, Moss, Paper Beast, Res Infinite, The Witness und Thumper. Also wenn da nicht mindestens ein Spiel für euch dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Ghost of Tsushima von Sucker Punch war das Highlight zum Abschluss der PlayStation 4 Generation. Das Exklusivspiel zählt mit zu den absoluten Fanlieblingen und wurde von 50,2% aller Spieler durchgespielt. Unter den Open Worlds muss es sich da nur Marvel's Spider-Man mit 50,8% geschlagen geben. Grund genug, dem Samurai-Spektakel jetzt auch eine Realverfilmung zu widmen. Die hat auch direkt namenhafte Unterstützung an Land ziehen können. Als Regisseur soll Chad Stahelski übernehmen, den meisten wohl bekannt durch John Wick. Wir freuen uns, eine Partnerschaft mit Chad und 8711 Entertainment einzugehen, um ihre Vision von Chins Story auf die große Leinwand zu bringen. Die Grundlage dafür ist auf jeden Fall gegeben. Wohl kaum ein Multiplayer ohne Cheater. Im Falle von Outriders konnten People Can Fly und Square Enix schon alleine 200 Cheater in der Beta ermitteln. Verglichen zu den 2 Millionen Downloads sind das zwar recht wenige, trotzdem will der Entwickler ab dem offiziellen Release am 1. April hart gegen Cheater vorgehen. Die Rede ist dabei von sichtbaren Einblendungen und anderen Maßnahmen, die Cheatern das Spiel versalzen sollen. So bekommen Betrüger zum Beispiel ein sichtbares Watermark in den Screen verpasst und auch im Matchmaking werden sie nur noch mit anderen Cheatern gematcht. Und um zu verhindern, dass das versehentlich passiert, gibt es klare Regeln dafür, zum Beispiel Spielen ohne Easy Anti-Cheat oder modifizierte Spieldateien. Der Hamburger Publisher Dedelic Entertainment hat sich bei der Futures Games Show nicht lumpen lassen und neue Spiele gezeigt. Bekannt waren schon das GTA 2 inspirierte Spiel Glitchpunk mit Cyberpunk-Setting und der Sci-Fi-Thriller Hidden Deep. Neu hingegen ist das für Dedelic klassische Point-and-Click-Adventure Life of Delta, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, in der die Menschen ausgestorben sind. Dazu kommt das kooperative und kompetitive Spiel Fling to the Finish, in dem ihr durch chaotische Hinderniskurse zum Ziel jagen müsst. Das dritte und letzte neue Spiel ist Inculinati, ein Strategiespiel, in dem ihr in mittelalterlicher Handschrift die Gegner besiegen müsst. Doch das absolute Highlight waren die Gameplay-Eindrücke aus Lord of the Rings Gollum. Seht sie euch an, das ist wirklich ein Schatz. Das war's wieder mit den Games-Welt-Nachrichten für heute. Schaut euch gerne die neue Folge InsertCoin an und habt ein großartiges Wochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's es gut. Ciao.